vielleicht noch mal ganz kurz die Diskussion zu den Fußnoten. Hatten wir auch im letzten Podcast schon drüber geredet. Ich mag Fußnoten eigentlich, muss ich gestehen. Ja, du sagst, werden in Deutschland hauptsächlich verwendet, aber ich mag die eben so aus Sicht eines Lektors so ein bisschen mehr als diese ganzen Verweise im Text, weil die den Lesefluss nicht so stören, wenn man sie richtig verwendet. Ne, Fußnoten werden ja ab und an auch verwendet, um sich selber zu kommentieren, irgendwelche Sachen zu ergänzen, die man beim eigentlichen Schreiben vergessen hatte und dann später noch hinzufügen möchte. Aber wenn man die wirklich konsequent nur für die Belege benutzt, ne, und der Leser das dann auch weiß, ja, dass da wirklich jetzt nur Quellennachweise kommen, dann kann man die beim Lesen auch in der Regel erstmal so ein bisschen ignorieren, ne? Da muss man jetzt nicht jedes Mal runterschauen und kommt nicht so aus dem Lesefluss raus. Wenn diese ständigen Klammern irgendwo im Text so, die sind beim Lesen dann halt auch schon so ein bisschen hinderlich. Was sagst du dazu? Ich gebe dir da vollkommen recht. Und das ist auch das Argument, was wirklich viele GutachterInnen anbringen, dass es eben komplizierter ist beim Lesen. Beim Schreiben wiederum ist es ein bisschen leichter. Kommt aber darauf an, womit man die größten Probleme hat. Ich habe lange wissenschaftliches Arbeiten unterrichtet und da war mein Tipp immer an die Studierenden, wenn ihr anfangt, also wenn das eure allererste Arbeit ist, dann testet euch mal mit dem Fußnotensystem ran. Weil das hat einfach den schönen Vorteil, du hast deinen Text und du hast diese getrennten Fußnoten und du mischt es nicht alles zusammen. Aber die Vorgaben im Fußnotensystem sind deutlich aufwendiger als die zum Beispiel bei Harvard. Eins hatten wir gerade schon, die Unterscheidung in Vollbeleg, Kurzbeleg. Dann gibt es noch so diese Eben-da-Funktion im Fußnotensystem, ne? Also wiederholende Quellen werden abgekürzt. Da ist halt die formalen Vorgaben, die sind viel, viel aufwendiger. Aber alleine diese Tatsache, du hast die Quellen getrennt vom Text, hilft, wenn man reinkommt ins wissenschaftliche Schreiben, aus meiner Sicht immer ganz doll. Aber wie gesagt, wenn von Anfang an in der Hochschule eben die In-Text-Zitation vorgeschrieben wird, dann am besten wirklich von Anfang an daran gewöhnen. Ich weiß aber genau, was du meinst.